Der zweite Tag von Domain Balls wurde vom internationalen Internet Governance and Regulations Experten Professor Viktor Meyer-Schönberger eröffnet. Anhand von einfachen Beispielen verschafft er einen Einblick, wie Big Data funktioniert. Wie anhand von Suchanfragen bei Google zur Zeit einer Grippewelle die Ausbreitung errechnet wurde und die Vorhersagewerte von Google schneller und genauer waren als die medizinischen Erhebungen zur gleichen Zeit. Was haben die Google-Ingenieure gemacht? Sie haben die 50 Millionen am öftesten verwendeten Suchbegriffe genommen, die in Amerika gesucht wurden, und haben, wo und wann Leute nach diesen Begriffen gesucht haben, verglichen, korreliert, heißt das im statistischen Bereich, korreliert mit den historischen Verbreitungsdaten der Grippe. Und die Hoffnung war, dass sie ein mathematisches Modell entwickeln können, das aus den Suchbegriffen heraus die Grippe vorhersagen kann, die Verbreitung der Grippe vorhersagen kann. Big Data wird uns helfen, die Welt besser zu verstehen. Wie Big Data das Leben von Frühgeborenen durch den Vergleich von Daten retten, die Automobilindustrie Diebstähle in Zukunft minimieren und die Wetterprognosen aufgrund von Erhebungen von Fluggesellschaften verbessert werden können, das zeigt er anhand von einfachen Beispielen auf. Doch er verweist auch auf die Wichtigkeit von Kontrollmechanismen für das Sammeln von Daten einzuführen, um Menschen vor Missbrauch zu schützen. Einen gänzlich anderen Zugang zu diesem Thema hat Wolfi Christel von QTheCute, Initiator des bissigen Social Media Games Data Dealer. Er wies auf das Risiko von Sammlungen von Daten hin und zeigte die Machenschaften der Datenkraken auf. Schließlich ist der Erwerb solcher Nutzerinformationen von Datenlieferanten möglich und diese können ungefragt genutzt werden. Bei Big Data allein sehe ich noch keine Gefahren, aber dort, wo es quasi mit persönlichen Daten zusammenhängt. Und da denke ich mir, es werden heutzutage wirklich fast 24 Stunden werden wir in jeder Hinsicht überwacht. Jeder unserer Klicks wird überwacht, der Standort durch das Mobiltelefon, alle Internetbewegungen, auch vieles andere. Und ich denke, dass es da sehr viel Potenzial gibt, wirklich sehr viele Risiken, einerseits für mich selbst und auch für die Gesellschaft in der Zukunft. Und ich denke wirklich, da sollte man irgendwie daran arbeiten, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wie diese Dinge funktionieren und unter Umständen auch zu verlangen, dass es wirklich Apps und Services gibt, denen man vertrauen kann. Das Vormittagspanel diskutiert zum Thema Internet Exchanges im Visier der Geheimdienste. Michael Rodert, Hannes Czofenik und Christian Paniegel stellten sich gemeinsam mit Monika Ermert unter anderem zum Thema Bleibt Österreich die Insel der Seligen? Bisher gab es noch keine Anfragen zur Überwachung von Datenströmen beim Vienna Internet Exchange. Dass es in anderen Ländern bereits anders aussehe, das konnte Michael Rodert nur bestätigen. Man kann das nie ausschließen, dass abgehört wird. Es wird auf keinen Fall abgehört mit illegalen Maßnahmen. Ansonsten gibt es Geheimhaltungsvorschriften, was die Dienste angeht. Maßnahmen für Strafverfolgungsbehörden sind nicht das Ziel von Internet Exchanges. Gewünscht werden also lieber mittel- bis langfristige Lösungsansätze. Christian Paniegel wünschte sich zudem, dass die Politik ein System stärkt, in dem Diversität und Open-Source-Möglichkeiten gefördert werden. Dem Panel folgte ein Impulsreferat von Jari Jako, Chair der Internet Engineering Task Force, zum Thema, wie beeinflusst Netzpolitik die technische Innovation. Im Anschluss folgte der Publizist Dieter Klump. Er ging der Frage auf den Grund, ob für Europa der Innovationszug schon längst abgefahren ist.